Die Hauptstadt Äthiopiens, Addis Abeba, bietet dem Besucher ein unerwartetes und lebendiges Gesicht. Rund 83% der mehr als 2,7 Millionen Einwohner geben an, Christen zu sein. Salome machte sich auf, um die rasch wachsende MKC, die Meserete Christuskirche, zu entdecken. Als ich gebeten wurde, nach Äthiopien zu gehen, liebte ich die Idee, dorthin zu gehen, um Menschen zu filmen, um ihre Geschichten zu hören. Ich glaube an die Kraft von Geschichten, von Menschen, die ihre Erfahrungen teilen und auch aus verschiedenen Ländern kommen. Ich komme aus Frankreich, sie sind aus Äthiopien. Wir sind jetzt fast 1 Million Mitglieder. Vor der Verfolgung waren wir nur 5.000. Was mich interessierte, war, was die Menschen der Kirche von Äthiopien während der Verfolgung durchmachten. Ein kommunistisches Militärregime, bekannt als DERG, stürzte 1974 Kaiser Haile Selassie, was zu einer Ära der Inhaftierung und Verfolgung von Christen führte. Ein Jahrzehnt lang in den Untergrund gedrängt, wuchs MKC von 5.000 auf 50.000 hingebungsvolle Mitglieder. Jene Menschen, die während der Verfolgung zum Herrn kamen, diese Menschen waren wirklich stark in ihrem Glauben, weil sie in dem Bewusstsein kamen, zu sterben oder ins Gefängnis zu kommen oder ähnliches. Jeder Sicherheitsbeamte durfte sie ins Gefängnis stecken und die ganze Nacht lang foltern. Im Vorfeld auf die Verfolgung entwickelten die MKC-Führer eine Kleingruppeninfrastruktur für die schwierigen Monate und Jahre, die vor ihnen liegen. Irgendwann durften wir uns mit bis zu 10 Leuten versammeln, aber meistens waren wir 5 oder 6. Wir hatten Angst, dass die kommunistische Regierung Spione schicken könnte. Du konntest nicht laut singen. Du konntest noch nicht einmal zu zweit kommen. Jeder kam alleine. You can't come even being two. We just come one by one. Sie tauften die Menschen im Geheimen. Es gab eine alte Badewanne, in der während des DERG-Regimes über 100 Menschen getauft wurden. Some of our leaders. Einige unserer Leiter, ich glaube 4 oder 5, sind nach Russland gereist. People, you know, went to Russia. Sie suchten nach Mennoniten in Russland, um zu fragen, wie sie das Leben im Untergrund erlebt haben. Deutsche Mennoniten wurden zusammen mit Baptisten und vielen anderen Christen über Jahrzehnte in Russland verfolgt. Etwa 4,5 Millionen Menschen mit deutschem Hintergrund emigrierten ab 1960 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Ihre Geschichte wird in einem Museum in Detmold erzählt. Heute sind rund 42.000 dieser Einwanderer in Mennoniten- und Baptistengemeinden. So kamen einige Bücher aus Russland zu uns, wie das Buch Gefoltert für Christus vom Leiden der russischen Christen. Wir fuhren 1 Stunde von Addis Abeba weg, um Asta, eine ältere Frau, zu treffen. Die Begegnung mit ihr war für mich sehr ermutigend. Ihre Art und Weise, wie sie Geschichten über ihre Inhaftierung erzählte, wo sie Bibeln an andere Gefangene weitergab und einfach stark blieb in ihrem Glauben. Wir saßen im Gebetsraum und um uns herum standen 200 Menschen mit Waffen, die sagten, wir werden euch töten. Und ich sagte, nein, ihr könnt uns nicht töten, denn Jesus ist der Herr. Sie hatte eine solche Kühnheit in der Art und Weise, wie sie über die Menschen sprach, die sie verfolgten. Und ich fragte sie, ob sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Angst hatte. Denn als sie mit mir sprach, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie überhaupt Angst hatte. Und sie sagte, ja, sie hatte Angst. Aber es änderte nichts daran, wie sie an Gott glaubte. Eines Tages nahm ich etwas Sand in meine Hände und betete zu Gott, dass die Zahl der Christen und Kirchen so groß sein würde, wie die Sandkörner in meinen Händen. Gott hat mein Gebet erhört. Heute gibt es mehr Christen, als ich zählen kann. Wie bei der MKC haben die frühen Täufer für die Rede- und Religionsfreiheit einen Preis zu bezahlen. Die Kollegen des Reformators Ulrich Zwingli in Zürich weigerten sich, Kinder zu taufen. Sie wurden als Täufer bekannt, indem sie die Erwachsenentaufe einführten und praktizierten. Die Verfolgung begann bald darauf.
Felix Manz wurde als erster hingerichtet. Er fand den Tod durch Ertränken in Zürich. Für die MKC erlaubten die neu geschaffenen Freiheiten am Ende des DERG-Regimes, sich wieder offen zum Gottesdienst zu treffen. Zu verschiedenen Mennonitenkirchen in Frankreich zu gehen oder nach Äthiopien zu gehen, lässt mich eine Gemeinschaft fühlen, die ich anderswo nicht unbedingt finde. Nach dem Vorbild des Glosserbriefes lehren und predigen wir und tadeln auch, damit unsere Mitglieder im Glauben wachsen und Christus ähnlicher werden. Sie legten einfach den Akzent auf Gemeinschaft und voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu lehren und zu ermutigen, sowie auf die Gebetszeit. Ich bin sicher, dass sie auch alleine beten, aber sie legen Wert darauf, gemeinsam zu beten und wirklich im Glauben zusammenzustehen. Ein reifer Christ ist eine Person, die regelmäßig betet. Die MKC ermutigt ihre Mitglieder, ein Gebetsleben zu führen. Davon profitiert die junge Generation, von all den Menschen, die so viel für die Kirche gebetet haben. Und dass die Miserete Christuskirche so sehr gewachsen ist, liegt am Gebet und an den Gebeten von der Generation, die Verfolgung durchlebt hat und gelernt hat zu beten. Die höchste Stufe geistlicher Reife ist es, Christus ähnlicher zu werden. Sie zeigt sich in der Erkenntnis des Wortes Gottes und der Konsequenz, danach zu leben. Nur wer dient und sich dienen lässt, kann wachsen. Wenn jemand nur in der Kirche sitzt und konsumiert, glaube ich nicht, dass es irgendein Wachstum gibt. Die Führer der Miserete Christuskirche befähigten die jüngere Generation, die Kirche nicht zu leiten, sondern ihr Ideen zu geben, damit sie wächst. Und ich denke, dass diese Ermächtigung, die sie der jungen Generation gegeben haben, heute der Kirche hilft zu wachsen, weil sie es ja sind, die die Kirche einmal leiten werden. Die Kirchenbevölkerung ist die junge Bevölkerung. Sie sind es, die Verantwortung für so viele Arten von Diensten übernehmen, im Gottesdienst, in der Musik. Sie sind sehr aktiv im kirchlichen Dienst. Ich möchte ein Lied schreiben, das Gott gefällt und auch den Menschen. Die Jugendlichen benutzen fast alle Arten von Instrumenten, die es gibt. Dies trägt dazu bei, sie in der Kirche zu halten und auch die Jüngeren außerhalb der Kirche zu evangelisieren. Die Musik von damals hat sich zu heute signifikant verändert. Unsere Leiter haben durch ihre Weitsicht den jungen Leuten dabei geholfen, in diesem Bereich zu experimentieren, um ihre Botschaft zu transportieren. Explore music to get to the message that they want. Weil wir von diesen Geschichten gelernt und von ihnen gehört haben, warum können wir nicht daraus lernen und dadurch gehört werden und nicht erst auf Verfolgung warten, aber tatsächlich heute handeln und mit dem gleichen Glauben wie Aster beten, damit so etwas geschieht, damit die Kirchen wachsen und junge Menschen sich engagieren. Den großartigen äthiopischen Kaffee zu probieren, war einfach wow. Das war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Und ich erfuhr, dass dies der Geburtsort des Kaffees ist. Ich ging in ein Kaffeehaus in Addis Abeba und gleich hinter der Ecke wurde der Kaffee geröstet, sortiert und gemahlen, bevor er zum Servieren gebrüht wurde. Der ganze Prozess der Kaffeezubereitung dauert seine Zeit und es gibt verschiedene Stadien, von der grünen bis zur gerösteten Kaffeebohne, von der gerösteten bis zur gemahlenen Kaffeebohne und schließlich ist es ein schöner Kaffee.
Und ich denke, als Christ bleiben wir oft auf der Stufe der grünen Bohnen, die keinen Geschmack, keinen Geruch und kein Aroma haben. Und in der Tat können wir viel weitergehen, indem wir gemahlen werden, um mehr Frucht tragen zu können und nützlich zu sein, um Gott zu dienen. Und dafür muss man eine Menge Kaffeebohnen sein. Und das ist das Schöne an Gemeinschaft und das Schöne an Gemeinde, dass wir es gemeinsam tun können, wenn wir den Wunsch haben, wie Kaffee gemahlen zu werden. To let ourselves be grounded.